Ein neues Video. Die meisten Videos sind spontan und planlos irgendwie entstanden. Es gibt hier also keine Skripte, die ich dann so ablese. Es ist so eine gute Sache des Yoga, die Einfachheit. Yoga möchte es einfach. Grundlegend ist ja das Ziel der Yoga-Philosophie Samadhi, die Erleuchtung, dann im Einssein mit allem, was es gibt, mit der großen göttlichen Energie. Und auch auf dem Weg dorthin macht man möglichst viele Dinge einfach. Es gibt gewisse Regeln, die man beachten sollte, dass man gesund bleibt, sich nicht schädigt. Ansonsten ist das einzige Motto, was man hat, üben. So einfach ist es, man muss nur üben. Viele Menschen fangen dann an mit Yoga und haben dann tausend Fragen, die Lehrer korrigieren tausendfach die Asanas, die Stellungen. Aber der einfache Weg ist, dass jeder einfach übt und probiert, sein Bestes gibt. Man kann nicht alles an einem Tag erreichen, auch nicht in 2 Jahren, auch nicht in 10 Jahren, vielleicht auch nicht in diesem Leben überhaupt. Das heißt, man hat jede Menge Zeit und irgendwie doch keine Zeit. Also man sollte anfangen zu üben. Und das ist das Geheimnis des Yoga. Yoga ist tun, nicht zu viel philosophieren. Ich mache das gerne. Aber das Essentielle des Yoga ist das Üben. Nicht komplizierte Dinge, sondern einfach seinem Weg folgen und das machen, was gerade zu tun ist. Auch das gilt es herauszufinden, nicht tausende von Büchern studieren und das Wissen ansammeln, sondern einfach tun. Manche sagen dann, ja, ich weiß nicht, wie es geht und ich kann das nicht. Natürlich kann man viele Dinge am Anfang nicht. Manche Dinge wird man auch nie können. Aber wenn man anfängt, was zu tun, dann ergeben sich schon Dinge, die man tun kann. Und es geht dann der Reihe nach. Und wenn man in diesem Leben gemäß der Yoga-Philosophie es nicht schafft, dann vielleicht im nächsten. Das ist auch gar nicht so wichtig, denn der Weg ist das Ziel, wie auch chinesische Philosophen, Lao Tse, das so sagt. Man geht einfach voran. Wichtig ist, dass man eben anfängt, was zu tun. Und die Einfachheit ist eben so, dass man sein Bestes gibt, was man jetzt geben kann. Das, was geht, macht man. Das, was nicht geht, probiert man. Und wenn man es nicht schafft, dann fängt man am nächsten Tag wieder an, es zu probieren. Oder wenn das Gefühl sagt, naja, das ist noch zu schwierig, dann stellt man es erstmal nach hinten und macht andere Dinge. Und es ist im Grunde einfach. Man tut das, was man tun kann und das mit aller Kraft, mit Motivation und immer mit dem Sinn. Es kommt dann auch gut. Die göttliche Kraft mag, dass man einfach was tut. Schritt für Schritt in seinem individuellen Tempo und Können und ja, je nach Voraussetzungen, die man in diesem Leben mitbringt. Und der Yoga-Weg ist eben sehr individuell. Jeder ist anders gestrickt, körperlich, gedanklich, hat andere Dinge gelernt, bringt ein anderes Karma mit. Und so kann man gar nicht komplizierte Bücher studieren über den eigenen Lebensweg. Man muss es herausfinden, indem man gewisse Dinge einfach tut. In Vertrauen, ja, es ist es, der individuelle Weg ist, auch wenn man Fehler macht. Manche Fragen am Anfang sind ja, was braucht man zum Yoga? Ja, man braucht sich selber, seinen Körper, das ist alles. Und so kann man jeden Tag Yoga machen.
Jede Sekunde kann man Yoga machen. Wenn man mit anderen Menschen umgeht, ist es schon Yoga. Wenn man eine Minute am Tag Zeit hat, was zu tun für sich, dann macht man das und dann merkt man, dass am nächsten Tag oder viele Tage, Monate später, man plötzlich 5 Minuten am Tag Zeit hat, was für sich zu tun. Und so spielt es gar keine Rolle, wie gemäß Lehrbuch, was man alles machen soll, wie lange man etwas halten soll. Das kommt auch irgendwann. Gewisse Dinge werden auf bestimmte Art und Weisen getan. Aber einfach mal beginnen. Das Leben gibt dann schon das, was man bekommen soll. Und es ist dann gar nicht wichtig, was habe ich für eine Matte, eine große, eine kleine, eine dicke, eine dünne, mit Schurwolle, Schafwolle, PVC, waschbar, nicht waschbar. Früher hat man ein Tuch genommen, eine Decke, hat sich draufgesetzt und geübt. So einfach ist es. Was brauche ich für eine Yogahose? Ja, die Farbe mit Mantra drauf, mit Om-Zeichen, mit Wurzelchakra, mit anderen Chakren, spielt gar keine Rolle. Nur derjenige, der einfach beginnt zu üben, wird was erreichen. Das Äußere drum und dran ist vielleicht auch recht schön, aber die Essenz ist immer das Tun. Viele Worte um den Yoga bringen eigentlich nichts. Auch Wissen, was man ansammelt, bringt im Grunde nichts, was man mit dem Intellekt ansammelt. Das ist unterstützend, auf körperlicher Ebene natürlich. Aber letztendlich ist das Ziel, den Körper sprechen zu lassen. Und das geht nur, wenn man beginnt, sich mit sich selbst zu beschäftigen und den Körper zu bearbeiten, und so kommt der Stein dann ins Rollen und dann kommen die Dinge ins Leben, die kommen sollen, beziehungsweise man erkennt dann die Dinge, die man tun muss, darf, möchte, könnte, sollte, wollte. Ja, Yoga macht vieles einfach, auch wichtige Stellungen sind manchmal einfach, man muss sie nur tun. Im Tun liegt das wahre Wissen des Yoga vergraben. Schritt für Schritt, wie wenn man nach einem Schatz gräbt, wenn ich nie anfange zu graben und philosophiere, was könnte da drunter sein, werde ich nie bis da unten hinkommen. Und so nimmt man einfach, wie in der Shastra beschrieben, in den Yogaschriften, was zum Draufsetzen, was natürlich sauber sein sollte, einen ruhigen Ort und dann fängt man an mit den Übungen, die man schon gelernt hat oder aus einem Buch. Schaut man sich einfache Übungen an und probiert erst mal, ohne dass man zehnfach korrigiert wird, sondern einfach auch mal die Erfahrung selber machen. Geht es so? Kann ich das? Wie schaut es aus? Wie fühlt sich das an? Und so einfach ist es, indem man einfach selber beginnt zu tun. Und dann werden viele Fragen von alleine beantwortet. Ja, in der Einfachheit ist viel Gutes. Auch in der Ernährung und Lebensweise einfach, nicht zu kompliziert, ist günstig, zeitsparend und einfach. Ja, dann danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.